Hallo, liebe Hungrige. Mit Gulaschsuppe ist es ja so ähnlich wie mit Soljanka. Jeder hat sein eigenes Rezept. Meins hier stammt noch von meinem Opa, wurde also über Generationen hinweg mit Erfolg gekocht und ist deswegen eben für mich die echte Gulaschsuppe. War immer beliebt bei Partys und großen Familienfesten. Ja, und heute gebe ich es eben an euch weiter. Wir brauchen dafür Rindergulasch, den gibt es ja fertig. Alternativ könnt ihr natürlich auch Rindfleisch aus Keule oder Schulter kaufen und dann selber zurechtschneiden. Wir brauchen Zwiebeln und Kartoffeln, Tomaten und Paprika und diesen am besten zweifarbig. Außerdem Schmalz, und da eignen sich Schweine- oder Butterschmalz. An Gewürzen brauchen wir Pfeffer und Salz, Majoran, gemahlenen Kümmel, Paprika, edelsüß und rosenscharf. Außerdem noch eine Knoblauchzehe, etwas Rotwein und Rinderbrühe und zum Servieren dann saure Sahne und ein bisschen Petersilie. Halt, beinahe hätte ich es vergessen, auch Tomatenmark und Lorbeerblätter benötigen wir noch. Wir beginnen mit einigen Vorbereitungsarbeiten. Zuerst häuten wir die Tomaten und dafür schneiden wir mit einem Spitzenmesser den Stielansatz heraus. Schneiden die Tomaten dann auf der gegenüberliegenden Seite kreuzweise ein und geben sie dann, wenn wir das erledigt haben, kurz in kochendes Wasser. Und da reichen meistens schon so 20 Sekunden aus und da könnt ihr sehen, wie sich die Haut auch schon zu lösen beginnt. Dann herausnehmen und in eine Schüssel mit Eiswasser oder kaltem Wasser geben. Die Haut löst sich dann fast schon von alleine ab. Ihr könnt sie nun also ganz leicht abziehen. Danach die Tomaten halbieren und in kleine Stücke schneiden. Nun befassen wir uns mit den Paprika. Diese werden mit einem Sparschäler geschält. Eben genau wie bei den Tomaten eine Maßnahme, damit dann in der Suppe nicht die Haut herumschwimmt. Anschließend die Paprika entkernen und in schmale Streifen schneiden. Und optisch kommt es eben gut, wenn wir hier zwei verschiedene Farben haben. Nun müssen wir noch die Zwiebeln schälen und hacken. Und auch die Kartoffeln werden geschält und gewürfelt. Gegebenenfalls müssen größere Fleischstücke noch zerteilt bzw. kleiner geschnitten werden. Und dann brauchen wir einen großen Topf, geben Schmalz hinein, erhitzen dieses, schütten dann die geschnittene Zwiebel in den Topf und braten diese darin gelb-glasig an. Immer mal umrühren dabei. Nun geben wir das Fleisch mit dazu und braten dieses rundherum braun an. Das Tomatenmark kommt mit dazu. Häufig rühren dabei. Und das wird so, auch ein bisschen in Abhängigkeit von der Menge, zwischen 5 und 7 Minuten dauern. Als nächstes wird gewürzt, und zwar mit beiden Paprikasorten, also edelsüß und rosenscharf, mit dem gemahlenen Kümmel und ebenso dem Majoran. Auch die Lorbeerblätter kommen mit dazu und dann wird alles erstmal durchgerührt und dann wird mit reichlich Rinderbrühe aufgefüllt. Noch einen gehäuften Teelöffel Salz mit reingeben, optional auch noch ein bisschen Pfeffer. Anschließend alles gründlich nochmals durchrühren, aufkochen lassen, dann die Hitze reduzieren, Deckel drauf und für eine Stunde köcheln lassen. Dann den Deckel kurz abnehmen, denn nun kommen die Kartoffelstückchen mit hinein, außerdem die Paprikastreifen und auch die geschnittene Tomate. Die Knoblauchzehe noch pressen und mit dazugeben. Wiederum alles gründlich umrühren. Deckel drauf und für weitere 25 Minuten köcheln lassen. Und damit sind wir fast schon fertig. Nach Ablauf der Zeit den Topf vom Herd nehmen, den Rotwein dazu gießen und diesen einrühren. Fertig ist unsere Gulaschsuppe. Wir können auftun, ergänzt noch mit einem großen Löffel saure Sahne, alternativ Creme Fraiche und gebt optional noch ein bisschen Petersilie drauf. Wärmt schön durch und schmeckt wirklich sehr, sehr lecker. Ist ein schönes Partyrezept, aber nicht nur darauf beschränkt. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Falls ihr allerdings lieber Czechediner Gulasch zubereiten möchtet, der ist ja auch noch Low Carb, oder doch lieber eine Soljanka kochen wollt, dann habt ihr hier die Gelegenheit. Über euer Abo freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.